Und damit ein sehr, sehr verspätetes Hallo aus Orange Walk Town. Wir sind heute schon den vierten Tag hier und es ist unsere letzte Station in Belize, bevor es für uns weitergeht nach Mexiko, und zwar morgen schon. Wir haben uns das hier so ein bisschen anders vorgestellt. Und zwar wollten wir eigentlich hierher fahren und an einem Tag die Lamanai Maya Ruine besichtigen. Also eine Tour dorthin machen. Wir sind dann aber hier angekommen und dachten sowieso erstmal, okay, wir chillen erstmal, wir gucken uns den Ort hier an und überlegen uns dann, an welchem Tag wir zu der Ruine fahren möchten. Aber irgendwie hat uns dann so ein kleines Tief gepackt am ersten Tag. Da kamen mehrere Dinge zusammen, die mittlerweile auch nicht mehr so sind. Also es war zum Beispiel in unserem Zimmer unfassbar warm an dem Tag, so dass man sich dort wirklich nicht gut aufhalten konnte. Draußen aber auch nicht, weil es auch viel zu heiß war. Dann war Sonntag, am zweiten Tag war Feiertag. Also alles hatte in der Stadt geschlossen, man konnte nichts machen. Und dann gab es auch so ein kleines Problem mit unserem Badezimmer, das wir oben haben und uns mit den Zimmern teilen, dass es komplett unter Wasser stand. Das ist mittlerweile alles weitestgehend behoben, würde ich sagen. Es ist immer noch warm, aber mittlerweile würde ich sagen, es ist entweder aushaltbar oder wir haben uns dran gewöhnt. Ich glaube, beides auch, ja. Es ist nämlich heute oder auch die letzten Tage auch eher bedeckt und nicht mehr so krass heiß. Ja, jedenfalls ist da irgendwie so ein bisschen eins zum anderen gekommen und wir hatten sogar überlegt, früher abzureisen. Und wir haben auch festgestellt, dass wir keine große Lust haben, uns diese Ruine anzugucken, weil, ja, okay, da kommt ein sehr lauter LKW, so ein Truck. Ich weiß gar nicht genau warum. Ich meine, wir haben auch erst, zwei Maya-Ruinen gesehen. Einmal Tikal und dann nochmal die in San Ignacio. Und wir hatten einfach gar keine Lust, uns jetzt noch eine anzugucken. Wow, okay, da ist eine riesige Echse. Die filme ich mal. Jedenfalls haben wir uns diese Ruine nicht angesehen. Wir haben jetzt vier komplette Tage hier verbracht mit einer doch eher eintönigen Routine, die wir aber gar nicht schlecht fanden. Dazu erzähle ich später noch mal mehr, aber jetzt gehen wir erstmal frühstücken. So, wir sind gestärkt vom Frühstück beziehungsweise Mittagessen. Es ist irgendwie schon 2:30 oder so. Irgendwie haben wir heute saulange geschlafen. Oh, und ich gucke so komisch, weil das so hell ist. Bei einem Café war es so dunkel. Ja, bla bla. Ist ja auch egal. Jedenfalls, das Ding ist, wir haben uns die Lamanai-Ruine nicht mehr angeguckt und wir haben uns die... Warum hat er gehupt? Wir haben uns die letzten Tage ein bisschen mit der Frage beschäftigt, worauf wir denn jetzt eigentlich noch richtig Bock haben, was wir gerne noch machen möchten. Auch jetzt, also es ist jetzt gerade Halbzeit, wir sind jetzt 6 Monate unterwegs. Wir haben noch 5-6 Monate vor uns und haben uns ein bisschen überlegt, wie wir die dann gestalten möchten. Und haben uns, glaube ich, echt ein paar richtig geile Ziele ausgesucht. Und ja, haben uns einfach ein bisschen mit der Reiseplanung beschäftigt. Das hat uns auf jeden Fall aus unserem Tief ein bisschen wieder rausgeholt. Es war wirklich, ich sag jetzt tief, es war wirklich ein Tag, ein bisschen schlechte Laune und irgendwie keinen Bock auf gar nichts. Aber das hat sich mittlerweile echt wieder umgekehrt, würde ich sagen. Und unser Alltag hier sah eigentlich jetzt immer so aus, dass wir erst ausgeschlafen haben. Je nachdem, wie schnell es dann warm wurde im Zimmer, war das mal kürzer und mal länger. Dann sind wir immer in irgendein Café gegangen zum Frühstücken. Auf dem Rückweg noch im Supermarkt vorbei, bei einer Bäckerei vorbei, die es hier auch gibt, die auch ein paar ganz coole Sachen im Angebot haben. Wir haben nur die Donuts geholt, aber auch nur 2-mal. Aber so lange sind wir auch noch gar nicht hier. Aber das waren halt jetzt so die Sachen, die wir die letzten Tage gemacht haben. Und nachmittags haben wir dann irgendwie versucht, trotz Hitze, es irgendwie im Zimmer auszuhalten. Haben an den Laptops was gemacht. Wenn es ging, wenn es bedeckt war, habe ich auch mal in der Hängematte gelegen, die da auf der Dachterrasse steht. Aber das geht halt echt nur, wenn es nicht sonnig ist. Ja, und dann haben wir irgendwann abends was zu essen gekocht, haben noch ein bisschen Serie geguckt und dann geschlafen. Das waren unsere spannenden Tage in Orange Walk Town. Jetzt muss ich mal aufhören, weil da kommt jemand. So, jetzt laufen wir auch wieder mal zum Supermarkt und ich könnte mal ein paar Facts über diesen Ort droppen. Das ist wirklich kein touristischer Ort, also ganz und gar nicht. Hier machen Restaurants. Ich habe es auf einem Blog gelesen und wir haben die gleiche Erfahrung bislang gemacht. Ich will das jetzt nicht krass verallgemeinern, aber soweit ich das überblicken kann, machen die Restaurants hier größtenteils um 14 Uhr zu. Und auch sonst gibt es hier jetzt nicht so eine krasse touristische Infrastruktur. Also schon ein bisschen,
Aber so wie ich gelesen habe, entdeckt die Stadt jetzt diesen Wirtschaftszweig auch erst für sich und baut es halt so langsam auf, weil halt hier die Maya-Ruinen in der Nähe liegen und man die von hier aus sehr, sehr gut besuchen kann. Ansonsten ist dieser Ort, das ist die drittgrößte Stadt in Belize, hat aber irgendwie nur 13.000 Einwohner, ne? Ich glaube ja, wenn es falsch ist, blende ich es unten ein, aber ich meine 13.000. Mittwoch bis Sonntag, von 11:30 bis 12. Oh ja, ein Restaurant, was eine halbe Stunde offen hat. Oh, hier ist gerade viel los, das erstaunt mich, weil normalerweise ist hier gar nicht so viel los. Sie hat gewunken. oh Gott, das ist mir so unangenehm, ich muss aufhören. Und die Stadt ist, glaube ich, Nummer 1 im Zuckerrohranbau und deswegen gibt es hier auch eine Rum Distillery. Ja, das auf jeden Fall noch dazu. Also ich finde, man kann auf jeden Fall mal vorbeikommen, gerade auch wenn man sich die Ruinen angucken möchte. Es ist sehr interessant irgendwie, weil halt so untouristisch. Ja, das ist irgendwie auf jeden Fall auch mal eine Erfahrung, würde ich sagen. Eine Leselampe. Ja, stylisch.